Moin Freunde, in dem heutigen Video bin ich einfach irgendwie mit dem Fahrstuhl in der Hölle gelandet. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, diese riesige Leiter hochzuklettern. Wenn wir es schaffen, Leute, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß. So Leute, ich bin mit dem Fahrstuhl runtergefahren und wo bin ich denn hier gelandet? Bin ich hier etwa in der Hölle? Was? Ich wollte hier doch nicht landen, Leute. Ich wollte doch hier nicht landen, aber ich glaube, wir haben hier einen Weg, wie wir wieder hier rauskommen können, Leute. Ich glaube, wir müssen hier versuchen, rauszukommen. Okay, wir fangen einfach mal an und starten mal hier hoch. Leute, oh mein Gott, es ist wirklich super hoch. Ich will gar nicht wissen, wie hoch das ist, Leute. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier links Items, mit denen wir uns hochbefeuern können. Einmal Jetpack, dann Rocket Launcher und ein Super Spring. Ich glaube, wir können uns aber tatsächlich nicht sauern holen. Deswegen bleibt der einzige Weg natürlich, unsere Arme und unsere Beine zu benutzen, um hier diese riesige Leiter hochzuklettern, Leute. Was ist das denn? Okay, ich sehe schon ganz unten. Da ist eine riesige... Ist da gerade jemand runtergefallen? Ist hier gerade wirklich jemand runtergefallen? Was ist denn eigentlich das hier? Ist das ein Multiplikator? Ah, tatsächlich, eine kleine Geschwindigkeitsmultiplikator. Wenn ich hier tatsächlich irgendwie Leute runtergeworfen oder? Das ist doch wichtig. Das könnt ihr doch nicht machen, Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Okay, in 7 Minuten bekommen wir auf jeden Fall unser kostenloses OP ausgesucht. Das heißt, Leute, falls wir irgendwie runtergestoßen werden, haben wir wenigstens noch ein Safe. Okay, man hat auch noch ganz oben die Möglichkeit, alles zu töten, ohne bis zum Ende zu springen. Aber Leute, so geht das natürlich nicht. Wir haben, glaube ich, auch schon fast die erste Ebene geschafft, Leute. Was erwartet uns eigentlich als nächstes? Was ist denn das denn? Leute, was kommt da auf uns zu? Okay, noch eine riesige Leiter. Das ist doch richtig heftig. Also hier will man definitiv nicht landen, Leute. Hier will man definitiv nicht landen. Wir sehen auf jeden Fall ganz rechts, wie weit wir eigentlich vorangekommen sind. Das heißt, je weiter wir ins grüne Bereich kommen, desto mehr nähern wir uns, glaube ich, dem Himmel. Ich weiß nicht, ob wir direkt in den Himmel klettern. Ich bin mir gar nicht sicher, Leute. Wir klettern hier einfach mal hoch. Es wird auf jeden Fall, also das Gerüst ist auf jeden Fall nicht mehr rot. Jetzt ist es... wir klettern mal runter und wir sind jetzt wieder in der Hölle und wir sind im Himmel und der Hölle, wie lustig ist das denn, Leute? Wir können ganz einfach die Seiten wechseln. Was geht denn hier bitte schon ab? Je höher wir klettern, desto mehr Sterne sammeln wir. Aber was können wir mit den Sternen machen? Gute Frage, was können wir denn damit machen? Was ist da gerade eben passiert? Ist da gerade eben wirklich jemand so hochgesprungen? Also das ist echt krass, was die Leute hier für eine OP auszahlen. Mal gucken, was wir bekommen. Vielleicht bekommen wir ein Jetpack oder so. Dann könnten wir auf jeden Fall in ein paar Sekunden da hochfliegen. Das wäre auf jeden Fall krass. Okay, da oben, sind das Plattformen oder ist es eine Wolke? Auf jeden Fall sieht das hier schon super schön aus, aber irgendwie... hier ist gerade einfach... was ist das denn? Ist das ein Dinosaurier? Ist das ein Drache? Wir müssen schnell vor dem Drachen fliehen, Leute. Schnell. Wir dürfen uns definitiv nicht vor dem Tempel lassen. Und wir haben schon die zweite oder dritte Ebene. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall einen Checkpoint erreicht. Das heißt, wenn wir ganz nach unten fallen, sollte das definitiv nicht schlimm sein. Was erwartet uns in der nächsten Ebene? 3, 2, 1. Ich glaube, wir sind dem Himmel einen Schritt näher gekommen. Leute, es ist echt nicht mehr weit weg. Okay. Nur noch der Endspurt. Wir müssen versuchen, zum Himmel zu kommen, Leute. Es ist auf jeden Fall nicht leicht, Leute, wenn man irgendwie in der Hölle gelandet ist, hier hochzuklettern. Es ist doch bestimmt anstrengend. Das kann doch kein normaler Mensch. Auf jeden Fall, Leute, wir sollten das auf jeden Fall hinbekommen. Wenn wir tatsächlich zur Seite gucken, klettern wir irgendwie nach unten. Der unter uns, der holt uns langsam ein. Der Drache, ich hoffe, der isst uns nicht auf. Leute, wir müssen auf jeden Fall versuchen, von ihm... Ist da gerade nach unten gesprungen? Ich glaube, man kann ja irgendwie hier andere Leute runterkicken, aber das ist nicht so sozial, Leute. Das ist nicht so sozial. Das würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Deswegen klettern wir hier einfach mal hoch. Es ist tatsächlich, glaube ich, sogar der Endspurt, oder? In 2 Minuten 18 Sekunden bekommen wir dann unsere OP-Ausrüstung, Leute. Ich bin gespannt, was wir bekommen und womit wir tatsächlich schneller nach oben kommen können. Ich frage mich einfach nur, was diese Sterne hier bedeuten. Ist das hier die Prozentanzahl, wie weit wir nach oben gekommen sind? Und wenn wir oben sind, haben wir 100? Wir werden es herausfinden. Leute. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal mehr nach dem Himmel aus, Leute. Das sieht auf jeden Fall nach einem Himmel aus. Nicht mal weit. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Okay, ich bin gespannt, Leute. Was erwartet uns ganz oben auf dem Gipfel, Leute? Das kann doch nur irgendwas Krasses sein, Leute. Ihr seht auf jeden Fall eine große Plattform, die wir erreichen können. Wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft. Vor uns sind sogar noch so 1, 2 Leute. Aber Leute, wir sollten uns definitiv nicht von der Höhe abschrecken lassen
ohne dass hier so viele Leute umklettern. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Nicht mehr weit, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Okay, nur noch eine Minute, damit wir unsere OP-Ausrüstung bekommen. Wir können, glaube ich, eins von diesen Sachen bekommen. Einmal so einen Regenbogenteppich, dann so eine Wolke oder noch so ein Spring. Warte mal, Leute. Ich glaube, ich sehe da oben was, oder? Was ist das denn? Das ist ja eine ganze Insel, Leute. Eine ganze Insel. Okay, wir sind gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Wir bekommen auch in 50 Sekunden unsere OP-Ausrüstung. Das heißt, dass wir dann damit die Wandstelle hochkommen können. Okay, da geht's noch weiter hoch, Leute. Da geht's definitiv noch weiter hoch. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal hier die Treppen hochzulaufen. Oder kommen wir da überhaupt hin? Oder müssen wir darüber springen? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind jetzt hier ganz oben im Himmel angekommen. Also ich habe mir den Himmel ehrlich gesagt anders vorgestellt. Aber vielleicht können wir einen Weg finden, diese Treppe da zu nehmen. Weil die sieht schon cool aus irgendwie. Oder könnten wir da irgendwie rübergehen? Geht das eigentlich? Warte mal. Okay, wir versuchen mal. Was bekommen wir bei der OP-Ausrüstung? Wir haben jetzt Free Random OP-Ausrüstung. Und wir haben eine Flasche bekommen. Und was passiert jetzt mit uns? Außer, dass es irgendwie ein bisschen laggt, passiert in mir nicht viel. Zum VIP teleportieren? Kann ich das machen? Okay, wir sind... Das ist der VIP, Leute. Der Himmel ist einfach der VIP-Bereich. Was gut, das sind hier eigentlich für Sachen? Okay, hier kann man sich tatsächlich Sachen mit den Sternen kaufen, die man sich gesammelt hatte. Man kann Luftballons kaufen, man kann eine Laserpistole kaufen, man kann ein Messer kaufen, was auch immer das bringt. Ein Gefrierstrahl, ein Greifhaken, das ist tatsächlich noch nützlich. Ein Drachenburger, Punkte kaufen. Nein, wir wollen uns keine Punkte kaufen. Was kann man sich denn hier noch holen? Hier gibt es auf jeden Fall auch noch einige Sachen, die man sich holen kann. Man kann hier so ein Spring holen und das ist, glaube ich, der einen vorgeschlagen wurde. Ah, und so können wir tatsächlich rüberkommen, Leute. Wir versuchen einfach mal, die Treppe hochzulaufen. Vielleicht gibt es da etwas Bestimmtes, das wir uns da anschauen können. Vielleicht ist da irgendein Secret. Wir nehmen das jetzt mal mit. Wann war? Okay, jetzt können wir mit dem fliegenden Teppich nach vorne fliegen. Können wir da drauf stehen? Ja, tatsächlich. Und jetzt versuchen wir mal, die Treppe hier, oh mein Gott, ganz nach oben zu laufen, Leute. Ganz nach oben zu laufen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, diese Treppe. Also man stößt wirklich, diese Treppen sind wirklich so hoch, man stößt immer auf die nächste Treppe zu. Ich glaube, wir haben schon fast das Ende erreicht, Leute. Wir haben einfach schon fast das Ende erreicht. Hoffentlich wird uns die nächste OP-Ausrüstung... Okay, hier ist tatsächlich was, Leute. Hier ist tatsächlich was. Das hätte ich echt nie gedacht. Freie Ausrüstung. Inventar löschen. Das geht auch hier. Warte mal, wenn wir hier reingehen. Okay, dann ist unser Inventar gelöscht. Aber wir behalten noch unsere Flasche. Freie Ausrüstung. Leute, das ist einfach eine falsche. Wie lustig ist das denn? Jetzt können wir so runtergleiten. Wie cool ist das denn, bitteschön? Okay, das heißt, dass wir uns den Teppich hier mitnehmen können. Aber können wir eigentlich noch mehr damit machen? Was bewirkt eigentlich dieser Aufzug hier? Können wir den Aufzug nach unten nehmen? Oder nach oben? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen aber mal rein. Oh mein Gott. Außer, dass es laggt, Leute. Passiert hier rein gar nichts. Das ist doch ein bisschen... Das ist doch ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, Leute. Das war's mit dem Video. Wir haben den Himmel erfolgreich erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um natürlich kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Ich bin's, euer Terry Wobby. Das war alles von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Warte mal. Die Schaukel. Was ist mit der Schaukel los? Ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Oh mein Gott, Leute. Tschüssi. Ciao. Oh.